Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wildlands, Ghost Raccoon Wildlands. Gut, diese Folge werden wir mal schauen, was es da gibt. Und, natürlich davor noch die Waffe holen. Wie geht's euch? Fröhliche Weihnachten. Also, heute ist so... Ich fliege. Also, wenn ich es heute hochladen kann, ich hoffe. Wird heute der zweite Weihnachtsfeiertag sein. Und, sorry, dass es so unregelmäßig die letzten Tage hochgeladen wurde. Oder Wochen. Die Arbeit vor Weihnachten ist halt immer ziemlich heftig. Und ja, also heute wird es, also am zweiten Weihnachtsfeiertag, wird das letzte Mal sein dieses Jahr, dass ich was aufnehmen kann, weil ich dann zu meiner Oma fahre mit der Familie. Und deswegen kann ich da nicht wirklich was hochladen. Auf jeden Fall, wünsche ich euch ein frohes neues Jahr. Und sehr viel Spaß hier mit der neuen Folge Wildlands. Aber erstmal schauen wir mal. Schauen wir mal, was es hier so mit der Story in sich hat. Wir wissen, wo La Santeras Hauptkapelle ist. Sie selbst ist vielleicht nicht da, aber El Sueños Bibel soll dort aufbewahrt werden. Falls wir La Santera nicht kriegen, nehmen wir uns eben, was geht. Okay, dann sollen wir eine Bibel stehlen. Okay, Drohne fliegt. So, irgendwie kommt mir das ein bisschen bekannt vor. Hab noch einen Tango. Tango, unter mir ist einer, aber ich... hier. Ein Scharfschütze. Ja, Pech für ihn, dass wir genau über ihm sind. Hier müssen... Also hier zwei... Achso, okay. Mit dem sind's fünf. Es sind jetzt fünf. Eieiei. Hier ist ein Tango. Nee, das ist ein Schild. So. Markiere einen Hauptmann. Wagen mit montierter Waffe. Mit montierter Waffe, habe ich verstanden. So. Ich bin mal gespannt, ob meine Leute dieses Mal ein bisschen klüger an die Sache rangehen. Scheiß Mörser. Zielgesichtet. Scheiß Mörser. Scharfschütze, oben auf dem Turm. Ich gehe ja schon. Entschuldigung. Da unten auf dem Weg sind... hier. Okay, da sind noch zwei. Okay, aber das... wenn es gut geht, interessiert Zeit uns markiert. Das nicht. Wir sind bei 15. Also da sind noch mindestens zwei drin. Also hier sind noch zwei drin. Ja, Akku ist gleich leer. Und dann stürzt da eine Drohne ab, aber niemand interessiert es. Warte, ich muss da rein. Na ja, gut. Oder auch nicht. So. An sich, den Sniper könnten wir uns holen, also den auf jeden Fall. Den Sniper will ich eigentlich, also den auf dem Balkon, will ich eigentlich nicht holen, weil... Weil der schon zu offen ist, also da sind ja mehrere Scharfschützen. Und ich glaube, der würde dann gesehen werden. Aber den müssen wir ja nicht erschießen.
Scheiße knapp. Ja. Ich sehe hier zwei Narcos. Sag mir wo. Bei der Kirche. Das war gut. Ein religiöses Symbol La Santeras, der Priesterin von Santa Muerte und Buchona von Blabla. Okay. Knochenlady zu rechnen, ja. Wunderbar. Knochenlady ist immer super. So, wobei den könnten wir sogar, also. Warte, ich schau noch mal, weil hier sind auf jeden Fall noch welche. Und in der Kirche sind auch welche. Da ist noch irgendwo einer. Gut, aber das ist, glaube ich, wurscht. Den müssen wir auf jeden Fall kicken. Den Mörser. Ich gehe in Position. Geh in Position. Ich hab das Ziel. Ich brauche eine bessere Position. Ich muss die Position wechseln. Auf dein Zeichen, Boss. Alle bereit? Eröffne das Feuer auf diese Ärsche. Tango ist tot. Wie habe ich den nicht erwischt? Okay, es ist alles gut. Komisch. Naja. Warum? Die kommen hier lang. Was sollen wir tun? Wie, wo, was, warum? Das ist voll logisch jetzt. Das war in die Eier. Sofort weg da! Feuer frei! Könnt ihr den mal erschießen? Meine Güte. Ja? Verdammte Scheiße! Der? Hier ist alles rot, aber ich sehe sie nicht. Ey, weg da. Der Scharfschütze hat uns anvisiert. Ah. Der lebt wieder. Okay. Ja, das hat ja grandios. Ja, schieß ihn halt, du Idiot. Dass die ja nicht selbst denken können, ist immer. Da muss man immer wieder reinkommen. Wo warst du so lange? Meine Güte. Bereit? Feuer, Feuer, Feuer! Roger.
Wieso ist der eigentlich wieder online? Da ist noch niemand. Gibt's noch einen zweiten? Wahrscheinlich. Ah, jetzt gehen die voll auf die. Ups. Voll auf die Offensive. Ja, okay. Na gut. Auf die Offensive. In die Offensive, meine ich natürlich. So. Seht mal da, Waffenkiste. Ja, wunderbar. Hi. Feindverstärkung im Anmarsch. Ja, natürlich. Eröffne das Feuer. Granate fliegt. Mhm, das ist ein Sniper. Hallo. Ups. Na, servus. Schickes Klavier, Flügel. Sieht alles sehr hübsch hier aus. Höchst schön. Ah, da kommen ja noch irgendwelche. Wir haben keine Ahnung, wo wir hin sind. Mhm. Hier drüben alles sauber. Gut, alles klar. Dann muss ich hier noch kurz schauen, wo die Papiere sind. Und da wahrscheinlich im zweiten Stock. Ja, servus. Oder im dritten Stock, wenn es einen dritten Stock gibt. Nee. Was sind dann die Papiere? Die müssen doch. Die müssen doch hier sein dann. Oder ganz unten. Geht natürlich auch. Unidad-Vogel im Anmarsch. Nein. Unten bleiben. Oh, echt jetzt? Wo geht's denn hier rein? Ein Tiger, ein ausgestopfter Tiger im Kamin, okay. Ich check aber immer noch nicht, wo die Papiere sind. Okay. Wo sind die verdammten Papiere? Da oben nicht? Ich verstehe es nicht. Und noch eins hoch geht hier nicht. Ich bin gerade echt sehr, sehr, sehr verwirrt.
Wo ist hier der Zettel? Wo? Steht doch nicht so rum. Helf mir mal suchen. Nee, das ist es nicht. Hier im Klavier ist es auch nicht. Hä? Hier ist es auch nicht. Da ist es auch nicht. Da ist es auch nicht. Und eins runter. Ist es auch nicht. Ah, wahrscheinlich gibt es hier irgendwo noch einen Keller. Ja. Okay. Alter, muss das hier stinken? Möge die heilige Santa Muerte uns schützen. Brüder und Schwestern, wir haben uns hier versammelt, um zu danken, uns erkenntlich zu zeigen. Wir danken für die Taten von La Santa Muerte. Diese Frau dort, La Dama Poderosa, hat ihren Mann vor Krankheit bewahrt. Dieser Mann, er wurde von der DEA verschont, weil die Knochendame eingegriffen hat. Mhm. Jeder dort ging unbehelligt durch den Kugelhagel, dank seines Glaubens an Santa Muerte. Und Glaube, Brüder und Schwestern, ist alles, was sie verlangt. Aber nicht gezeigter Glaube ist nur ein mildes Verlangen. Wenn ihr Santa Muerte anbetet, ohne ihr ein Opfer zu bringen, zeigt ihr euch selbstsüchtig und voller Gier. Und wie Thomas von Aquin schrieb, Gier ist eine Todsünde. Denn sie führt dazu, das ewige Leben für etwas Vergängliches zu opfern. Diese Woche möchte ich, dass ihr während der Kollekte überlegt, wie ihr Santa Muerte euren Glauben zeigen könnt. Ich möchte, dass ihr von eurer Gier ablasst. Ich möchte, dass ihr voller Dankbarkeit gebt. Amen. Ja, immer toll, wenn die, ja. Por favor. Ja, ja, Thomas, ich. Nicht mehr. Ave Maria, bitte lassen Sie mich, por favor. Ja, ja. Wir wollen Ihnen helfen. Warte, ich tu die erstmal raus. Okay. Das Schwein lasse ich auch raus. So. Ich glaube, das war's. Ich sehe jetzt sofort Bewaffnete. Okay, ich finde es nur immer sehr lustig, verstörend, wenn die sagen so, ja, Gier ist eine Sünde und dann selbst halt, ja, so leben, ne? Naja, egal. Versucht Svenius Bibel hier irgendwo zu finden. La Santera soll ihm geholfen haben, sie zu schreiben. Die Vermischung von Religion und Drogenhandel macht mich echt fertig. Ja. Aber es ist clever, Glaube verleiht den Menschen Willen und lässt sie manchmal völlig bekloppte Sachen machen, nur weil Dienstag ist. Findet das Scheißding einfach. Findet das Scheißding. So, dann stehen wir mal die Bibel, ne? Wie kann man sowas anbieten? Oh Gott. Na gut. Da ist sie. Hauen wir ab. Gute Arbeit. Santera und Suenio werden echt sauer sein wegen der Bibel. Glückwunsch. Dank Ihnen ist die Welt für La Santera verdammt rau geworden. Suenio ist angepisst, weil sie seine Bibel verloren hat. Er spricht von Todsünde. Er
plant eine öffentliche Hinrichtung. Dann sind wir hier fertig, was? Korrekt? Negativ. La Santeras Glaubwürdigkeit ist angeknackst. Aber wie wird Svenja erst gucken, wenn wir sein PR-Gag platzen lassen? Wir sollen La Santera retten? Ich will, dass sie La Santera retten. Bowman, Ende. Alter. Ja, sie hat die Bibel verloren. Lustig, dass sie das sofort wissen, aber egal. Und ja, wegen der soll sie jetzt hingerechnet. Das macht alles überhaupt keinen Sinn. Aber okay. Gut. Dann Einfluss. Hier. Die Spannung zwischen El Sueno und La Santera haben zu deutlichen Rissen geführt. Sueno hat seine Sicarios befohlen, die hohen Priesterin öffentlich hinrichten zu lassen. Wenn wir es schaffen, La Santera zu befreien, stehen sowohl El Sueno als auch der Kult schlecht da. Ja, könnte sein. This could be. Gut, dann, warte mal, ich will mal kurz schauen, wie die neue Waffe ist. Warte. Schaden und Reichweite ist besser, Geräuschminderung, aber wahrscheinlich, weil sie einfach noch keine... keinen Schalldämpfer drauf hat. So. Schon mal gut. Unterlauf. Präzision ist ein bisschen schlechter, aber Handhabbarkeit ist besser. Ist ja wichtig. Zieloptik. Ja, ich glaube, ich mach das da. Präzision, Handbarkeit, wieso Handbarkeit, da ist dann weniger. Unterlauf, Magazin. Ja, großes habe ich noch nicht. Abzug, Vollhaupt. Okay, ja, das passt. Farbe ist auch. Das habe ich alles noch nicht. Das da. Ja. Gut. Ja, nice. Gut, dann würde ich sagen, ja, ich muss heute noch vieles anderes aufnehmen. Deswegen würde ich sagen, das war's für dieses Jahr. Ich hoffe, euch hat diese kleine Folge hier auch gefallen. Und ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Habt einen guten Rutsch und ja, schöne Ferien, Feiertage und schöne Holidays, Ferien. Und ja, bis zum nächsten Mal. Oder nächstes Jahr sogar. Bye, bye.